Und werdet dementsprechend jetzt die Szene wechseln, dann werdet ihr auch beide sehen und hören dürfen. So, und da haben wir die beiden. Hi. Ja, zur oben rechts haben wir die bezaubernde Kenskins. Und unter mir haben wir den Veteranen, den Senior mit 50 Jahren auf dem Buckel. Nee, Spaß. Chris Hunter. Ne? Chris, was geht? Einen wunderschönen guten. Das hat mich echt geschockt. Ein Trio aus dem Bilderbuch, aber sowas von. Also ich muss mich auf jeden Fall erstmal danken an euch beiden, dass ihr heute hier mit teilnimmt. Danke bei für dieser... die Einladung. Ja, eben. Gerne. Sehr gerne. Chris habe ich halt nur mitgenommen wegen seiner Reichweite. Das ist klar, ne? Das ja, ist auch voll okay. Ja, für was sonst, ne? Und ja, die anderen waren leider vergeben. Da war dann Option Nummer 69. Nee, Spaß. Wie gesagt, ich bin echt dankbar für die beiden, dass sie hier teilnehmen. Das sind auf jeden Fall zwei bezaubernde Menschen. Für die Leute, ne, für die Leute, die sie nicht kennen, ey, ich bezweifle es jetzt gerade ein bisschen. Aber für die, die es nicht kennen, auf jeden Fall bei beiden vorbeischauen. Lohnt sich auf jeden Fall. Ab Donnerstag richtig reingehauen in Wuthering Waves, gerade bei Chris auf jeden Fall. Ne, aber auch bei Kenzie wird es Donnerstag Wuthering Waves geben, on-stream. Ne, der Chrysler will ja direkt 9 plus Ultra Gas geben. Kennen sie ab 18:30, wenn es planmäßig weiter so bleibt. Chrysler startet schon um 4:30 Uhr. Um die Uhrzeit schläft er noch. Ernsthaft? Mhm. Morgens. Ja, wird Wecker gestellt, dann geht's direkt rein. Okay, viel Erfolg damit. Dankeschön. Ich komme dann später danach, weil um die Uhrzeit, da klingelt mein Wecker erst eine halbe Stunde. Um die Uhrzeit gehe ich ins Bett. Da kannst du ja noch kurz Hallo sagen. Ja, kein Ding, mache ich. Für die Leute, die es schon gesehen haben, für euch zu behalten, wir haben uns alle drei tatsächlich mal benommen und nichts davon gesehen. Ja, weil wir uns echt darauf auf das Spiel freuen und wir dachten, ey, wir gehen jetzt ne, ohne Vorwissen jetzt in diesen Livestream rein, also Vorwissen bezüglich des Livestreams. Ich würde sagen, seid ihr beide ready? Ready. Ja. Gut, dann wollen wir mal. Hello everyone and welcome to the Wuthering Waves Reveal livestream Waking of a World. I'm Matthew, I'm your host today and I have some lovely guests joining us. Hey guys, Rexlin here. We meet again in another Wuthering Waves livestream. My name's Hevian and I'm a video content creator specializing in RPGs. I'm excited to be here today and I'm looking forward to connecting with you all. I hope I can be the one to embrace all that you are and share with you all that you carry. I'm Rebecca Yeo, voice actress for Yang Yang. I can't wait to meet you in Wuthering Waves. Hi, I'm Zekia, also known as Aru Rin, and I'm happy to join you guys as Yang Yang's cosplayer and to share details about Wuthering Waves. Thank you so much to everyone for joining us on today's broadcast, and thank you to everyone back at home that is joining us for the broadcast tonight. Let us now introduce you to Wuthering Waves. Wuthering Waves is an open-world action RPG set for global release on the 22nd of May PT. The game will be available on the Epic Games Store on PC. It'll be on Android as well as iOS. It features a high degree of freedom in combat, as well as a vast expanse of the overworld exploration. That's enough for now because I have a surprise that I'm so excited to share with all of you, as well as everyone back at home as well. It's a promotional video for Wuthering Waves. Let's take a look. As the pressure builds, I push back, pulling on the threads of fate. The chords within these fleeting moments find the beat my heart creates. Faint vibrations, words that cage stirring in the twilight, piercing through the silence, echoing throughout the night. They shake the atmosphere, the heavens and the land. A rebellion in the making where we stand. This is the time. The unknown is calling, so I cross the line. I'm breaking out, got no more doubt, so raise your voice. Musik geht schon gut, ne? Ja. Kann man machen. Mhm.
gehen wir erstmal auf die Musik ein. Also die Musik fand ich schon mal ganz gut. Ein ganz nettes Opening. Ich habe zwar auf jeden Fall zwei Charaktere gesehen. Einen kannte ich ja schon. Die hatten wir ja schon in der Beta gehabt. Da habe ich noch einen Charakter gesehen, noch eine Waifu. Die sah auf jeden Fall sehr interessant aus. Ich fand auch, das Video war auch sehr smooth, muss ich sagen. War sehr angenehm auch so zu sehen. Ja, ich habe ja schon zwischendrin sagen müssen, dass die Musik echt gut geht. Das war schon sehr schön und das Pacing vom Video war auch sehr gut. Charaktere halt schön in Szene gesetzt. Ja, war schon nice. Kann ich mich anschließen. Ich finde es echt cool, dass sie Content Creators auch mit reingenommen haben. Vielleicht können die auch mal aus ihrer Sicht ein bisschen dann erzählen. Ja, ich frage mich, warum ich dort nicht sitze. Ja. For real. Und was nehmen wir daraus? Leute von Dingens, ne? Die Entwickler von Wuthering, Wuthering Waves, ne? Wenn ihr Bock habt, ne? Ihr habt jetzt unter mir einen niceen, wäre ein guter Partner für euch, ne? Und ey, was mit euch mir? Denkt, ich bin noch dabei, ich mach doch alle drei. Schreien sie mich doch nicht immer so an. Trailer war mega, mach einfach Lust auf das Spiel. Ja, finde ich auch. Dann würde ich sagen, machen wir weiter, ja? Ja. Let's go. Oh man, that is awesome. If there's one thing I know is that they never miss with the music. Mm-hmm. After 3 years of development, the official release is coming so soon. You know, looking back, it's really been quite a journey, not just in forms of creating content, voice acting, cosplaying, but even for all the developers that have been working on this game as well. But now we're about to step into a brand new chapter for Wuthering Waves. I mean, we have a very, very special video from Rex to share. Let's take a quick look. You're awake. Let me see. Let me see. Okay. Are you all right? Do you feel any discomfort? Take a crisis. We shouldn't stay here. If you don't have other plans, how about leaving with us for now? Yeah, let's get going! Jinjo sits between the Deseruk Highland and the Norful Barrens. It's a border city and a fortress. It's very crucial to the safety of Huanglong. Zum Teufel war das? Oh my goodness. War ein Fiebertraum. What the? Was zum Teufel? Was hat das jetzt gebracht? Auf jeden Fall Respekt halt, dass sie das gemacht haben. Also ich hätte mich das nicht getraut. Agreed. Ich verstehe halt nur nicht ganz, was das jetzt zu dem Livestream beigetragen hat, aber okay. Na, ich glaube, das ist so diese Opening-Scene wie aus Genshin, wenn da der Traveler am Strand aufwacht. Ach so, und die haben das quasi nachgeschauspielert. Genau, die haben das nachgeschauspielert, einmal in einem guten Cosplay und einmal in einem, sagen wir, alternativen Cosplay. Du bist ja nett, alternatives Cosplay. Okay, cool. Das war gut, formuliert. Das war sehr gut formuliert. Das war Twitch-konform formuliert, weil alles andere hätte ich mich mit dem Strike wiedergesehen nach dem Stream. Auf jeden Fall hat der Dude Balls, so, das kann man sagen. Ich hätte mich das auch nicht getraut, ja. Ja, machen wir schnell weiter. Irgendwie verwirrt. Ja, das können wir machen. Ja. Vielleicht kommt jetzt was uns jetzt auf jeden Fall rette. There's gonna be a lot more surprises coming up later on during the broadcast. And we can move in to one of the surprises that we have today. Hey, I'm Karina Reeves, the voice of Encore in Wuthering Waves. One sheep, two sheep, three... where was I? Hey, it's James Day, the voice actor for Alto. It's so awesome to finally meet you all. Well, if it isn't my loyal patron, what do you wish to inquire about today? Hello everyone, I'm Alex Jordan, the voice of Chia. People will get to experience the world of Wuthering Waves on its official release. Gian of the Midnight Rangers. Aww. Protecting our lands and people is my solemn duty. Should you encounter any difficulties, I will do my utmost to help. Fangirl-Moment. Ohne Scheiß, ich wollte eigentlich nur warten, bis es fertig ist, um zu Kenzie zu sagen, Daddy, oder? Also, Daddy. Okay, gut. Sie hat ihren Daddy. Daddy. Ah, das ist der erste Event-Banner-Charakter dann, ne? Ja, das ist unser Dragon Boy. Okay. Gut, dass ich so viel gearbeitet habe in letzter Zeit. Ja.
Ne? Freunde, ihr wisst Bescheid, ne? Daddy. Ne, also Donnerstag dann C6, R5. Dann kann man ja auch für den wählen. Ey, ich werde tatsächlich ihn auch pullen. So, ich werde es wie bei Genshin machen. Wenn die so eine doppelten Top-Ups beim ersten Mal holen drin haben, dann nehme ich die alle einmal, werf die komplett in den Event-Banner und danach. Gespart. Mellow. Ja. Wird bestimmt also, wieder fixe Kosten geben. Locker. Ja, hundertprozentig. Ja, ja, Battle Pass Welcome und so. Gibt's auf jeden Fall. Ne, genau, das meine ich. Aber das kann man ja dann bei Genshin einsparen dafür. Nee. Es kommen einfach nur zusätzliche Fixkosten dazu. Richtig. So, dann würde ich sagen, Chris, willst du noch irgendwas dazu sagen? Nö. Gerne weiter. Nö. Okay, du hast gerade so komisch deine Oberschenkel angeguckt. Ach so, ja, weil die gut aus... Nein. Einfach weitermachen. Oberschenkel-Fetisch bei sich selbst. Let's go. Starten wir mal. Welcome back. Kleinkart, Kanalpunkte. Genau an das habe ich gedacht. Withering Waves a little bit better. So let's explore that a little bit more, shall we? With a fantastic minigame that we have planned for everyone here. Minigame, okay. Mhm. There's still a lot more minigames to come throughout the broadcast today. But before we get into more of those minigames later on, let's first take a look at another exciting video I'm so excited to share with all of you. It is the promotional video for version 1.0 of Wuthering Waves. Let's take a look. Let's go. Okay. Jetzt wird's interessant. Alter, die Oberarme. It brings me great joy to see you, Rover. Adventure with me and my Willy? Plants talk in a silent and sincere language. Oh, hübsch. Darf ich hier mal ganz kurz pausieren? Klar. Ja klar, hau rein. Was mir hier auffällt. Also, perfekt. toller Screenshot dafür. das wäre jetzt der perfekte Thumbnail, jetzt muss ich sagen. Noch so rangezoomt, bitte. So hoch, Mann, ey. Wieso? Ich war doch gerade so in der Szene, Mann. Warte, ich fix das kurz. Okay, was mir aufgefallen ist, ich gehe mal stark davon aus, dass es keine gerenderten Cutscenes sind, sondern Ingame-Footage, was hier verwendet wurde dafür. Und ich weiß nicht, ob, also das glaube ich jedem schon mal aufgefallen, dass in Genshin, gerade wenn Steine sehr, sehr groß sind, dass die Texturen dann schnell mal maschi werden, also dass sie so verwaschen aussehen, so upscaled. Und ich habe jetzt hier mal explizit so auf die Bodentexturen und so geachtet. Die sehen schon sehr viel hochauflösender auf. Also das ist mir aufgefallen, auch so die Modelqualität von der Umgebung scheint deutlich mehr Polygone zu haben und das echt, bin jetzt so eine kleine Grafikhure, mir gefällt das. Das ist mir sehr positiv Grafikhure. Aufgefallen und ich musste das jetzt gerade loswerden. Grafikhure, sagt er. Also kann ich mir das vorstellen, ich hatte mir ja schon die Systemanforderungen von beiden Spielen ja mal angeguckt und die von Wuthering Waves ist auf jeden Fall höher. Also dementsprechend würde da halt irgendwo die Ressourcen ja hingehen und ich habe mir schon gedacht, dass es wahrscheinlich an die Grafik gehen wird. Das sagt halt an die Gesamtveranschaulichung der Open World. Wobei das Erste, was ich auf jeden Fall gesehen habe. Ne? Weil die das ja auch auf Mobile releasen. Ja, ich bin echt gespannt, wie etwas ältere Modelle damit arbeiten werden. Also ob die das wirklich gut hinbekommen. Wahrscheinlich wird es dann so Performance-Mode-Sachen geben, die dann die Polygone runterbrechen oder sowas. Was mir aber jetzt gerade auffällt, weil El Racoyo das gerade in den Chat auch geschrieben hatte, das ist Farbenprozess in der Beta. Wuthering Wave hat ja generell ein etwas düstereres Setting als Genshin. Ist jetzt nicht düster, aber es ist insgesamt ein bisschen düsterer und dadurch fallen so Leuchteffekte meiner Meinung nach mehr auf, wie man jetzt hier auch gerade sieht. Der Baum so, das leuchtet schon. Also es poppt einfach mehr, dadurch, dass die Umgebung nicht ganz so bunt ist. Ja, das stimmt wohl. Aber die Welt gefällt mir. Ich finde sie hübsch soweit. Ja. Die sah echt gut aus. Also wenn es so direkt das ist, was wir zu Anfang an sehen können, dann echt Bombe, weil wenn man halt so zum Beispiel zu Genshin zurücksieht, war es damals halt Mondstadt und ein Teil Liyue. Ne, wir hatten zwei, ja, meiner Meinung nach schon große Regionen. Mhm.
Aber das, was ich jetzt gerade gesehen habe, sah aus wie 2-3 verschiedene Regionen. Man muss halt auch dazu sagen, es fällt mir tatsächlich, also weil wir halt auch alles ganz schön Spieler sind, sehr schwer fällt es mir halt nicht zu vergleichen und halt so bei den Charakteren Parallelen zu ziehen, ne? Ja, bei der einen weiß ich, habe ich direkt an Ayaka gedacht. Ja, oder halt bei dem Löwen-Dude an Gaming und so. Aber allgemein noch gehalten, ich habe ja nicht viel von der Beta so mitbekommen. Ich weiß, viele haben die auch gestreamt und so weiter, aber ich war halt da nicht wirklich auf dem Laufenden. Und ich finde die Welt echt hübsch, ich freue mich da echt zu erkunden. Und ich hoffe, man ist nicht so schnell durch, wie damals bei Genshin. Ich hoffe, die haben einen Skip-Button. Du und ein Skip-Button. Also von dem, was ich mitbekommen habe, wäre es auf jeden Fall gut, wenn man genug zum Erkunden hat, weil gerade halt viel auf Erkundung baut bei dem Spiel. Gerade das, dieses Farmen an, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, Artefakten, halt die Echos, dass das alles in der Open World passiert. Die Idee dahinter finde ich genial, so dass du halt erkundest und gleichzeitig farmst du für deine Charaktere halt wirklich komplett alles. Ne, das finde ich echt Bombe gemacht. Das ist halt nicht so instanziert und zwangsweise dann resin-locked ist wie ein Genshin, ja. Das ist ganz cool. Auch da hatten wir ja schon mal privat drüber gesprochen, dass du ja offenbar im Koop dann bei anderen auch weiter farmen kannst in deren Welt. Da bin ich noch sehr gespannt, wie das System umgesetzt wird am Ende. Ja, das ist auch halt für uns halt, ne, also jetzt für Content Creator ist es halt genial, dass wenn du wirklich mal so ein Ding hast, wo du zum Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, hier, ich mache Tower, Community Tower, so, ne? Dass man sagt, hier ist ein bisschen weniger, weil die Leute jetzt nicht hinterherkommen, kann man halt zusammen immer noch on-stream erkunden, ne, die Echos farmen. Richtig, aber erstmal klingt das sehr vielversprechend, also jetzt nicht nur aus reiner Content-Creator-Sicht, sondern weil ich auch einfach, also der Genshin-Daily-Loop ist ja so 15 Minuten, ne? Resin-Back, Dailies, ausloggen, fertig. Und hier, theoretisch, kannst du ja dann unbegrenzt lange farmen, zumindest so wie es aktuell aussieht. Und das macht das Ganze schon irgendwie interesting, finde ich. Wobei ich glaube, da wird es irgendwann mal eine Begrenzung geben, weil... Sicherlich. In Genshin kannst du ja auch nur aus der Overworld theoretisch auch Artefakte holen, aber da gibt es ja auch irgendwie 300 oder so und das ist ja auch gecapped. Ja. Na, also sicherlich wird es irgendeinen Cap geben, aber es ist auf jeden Fall erstmal interessant, dass das so ein bisschen ein offeneres System ist, machen wir es so. Mhm. Das auf jeden Fall. Wollen wir weiterschauen? Ja. Wir können weiterschauen. Weißt du, das ist schon erledigt. Das ist der Hammer. Danke. Fraxidus plans to advance another lament and cause vielseitig das Gegnerdesign noch ist. Did you just offer yourself up to be my prey? No one knows you were a patroller. You can't prove it to anyone now. The secrets I hold might be bigger than you imagine. If you really want to know, you'll need to survive this first. Now you'll behave. Zapstring, it's our code. Wobei, die hat schon Mami-Boys. Hat mich ein bisschen an Kafka erinnert. An wen? Kafka. Da war Daddy! Attention all troops! Take position and get ready to engage! Aber to be fair, Kenzie, ich finde den auch sehr, sehr cool. Nimm mein Daddy, Finger weg. Der wird gepult. Du das willst oder nicht? May victory prevail the lasting night. I will pray for your safe return. Oh, okay. Was war das denn gerade? Eine Puppe? What the? Hä? Ja, was war das denn jetzt mit dem Hasen? Das war einfach ein kleines Tier, was den Angriff gegessen hatte. Aber das ist ein Wegbegleiter wie Paimon. Ich glaube, in der Beta gab es aber sowas nicht, ne? Ein Wegbegleiter wie ein Genshin. Ich habe keinen Beta-Footage gesehen, ich weiß es nicht. Mein Highlight von dem Trailer war Daddy. Hätte das erwartet.
Hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich dachte, jetzt die kommt jetzt mit Mami, aber hey, nein, sie kommt mit Daddy. Aber mein persönliches Highlight war das sehr abwechslungsreiche Gegnerdesign. Mhm. Also an Genshin am Anfang zurückdenken. Wir hatten Hillichurts, wir hatten Schleime und wir hatten Rune Guards. Und dort gab es jetzt schon sehr viele coole Gegnerdesigns, irgendwelche, ich sag mal, eher, ja, eher so. Und Timis Tauben. Und Timis Tauben, ja. Nee, aber gab's schon sehr viele coole Gegner-Designs. Also ob es jetzt diese Schildkröte war, die so mit Elementen infused war, oder irgendwie so Maschinen und biologisch Hybriden, oder dann auch so klassische animalische Gegner wie diesen Affen oder so. War schon sehr, sehr viel Abwechslung dabei und das gefällt mir. Ja, das ist ja das Geile, dass man diese Echos ja in Open World haben, weil das sind ja Gegner. Mhm. Ne, das ist ja wirklich dieses Geile, was ich halt finde. Ist halt, das ist ja diese Vielfalt, die dann das ja reinbringt, dass wir, während wir diese Echos farmen, besiegen wir ja Gegner. Und wir sind, da es halt viele Echos sind, scheint die Gegnerauswahl auch schon viel größer. Das ist voll geil. Stimmt, ja, praktisch jedes, ich sag mal, Echo, vergleichsweise in Genshin ja Artefakt, hat ja seinen eigenen Gegner, ja, der dazugehört. Ja. Stimmt. Muss ja zwangsweise. Ja. Die richtige Antwort war ja über 40. Das heißt, es gibt am Ende über 40 verschiedene Gegnertypen. Genau. Okay, machen wir weiter. Ich weiß nicht, ob Kenzie gerade gestummt ist, weil sie hat, glaube ich, gerade was gesagt. Aber weitergucken, habe ich gesagt. Ja, können wir machen. Ich habe gerade in der Kamera gesehen, du hast irgendwas gesagt, aber kam nichts an. So. Ja, okay. Machen wir weiter. Ja, genau. As for the new maps, we have the Norfolk Barrens as a location of lore significance in the open beta. It lies adjacent to the Desolrock Highland, north of Jinzo. This ancient battlefield serves as the front line against TD outbreaks. So, new storyline, new map. Our next topic, I'm guessing, will be monsters. Whoa, wait. Before we start introducing the monsters, why don't we go back and watch another short video first, shall we? Let's take a look. Okay. Bevor wir das jetzt gucken, Cliffhanger kann ich. Also ich fand jetzt gerade die Welt, fand ich persönlich jetzt sehr vielfältig. Wir kriegen auf jeden Fall 6 Kapitel in der Story und es waren auf jeden Fall sehr viele Biomes. Ne? Also es war viel, was man Möglichkeit hat zu erkunden. Die Frage ist halt, wie groß? Also ich habe gerade mal, weil es mich jetzt selber interessiert, habe ich gerade mal parallel gegoogelt. Nach der Map. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vielleicht auch mal anschauen, aufrufen wollt. Ich schaue es mal hier in den Channel. Ist eine Interactive Map, aber ist ja egal, man muss sich ja die einzelnen Sachen nicht angucken, sondern nur, dass man so ein Gefühl für die Größe bekommt. Also ich würde sagen, es ist jetzt nicht wenig, aber wenn ich mir so die Scale angucke, wie so die Stadtgröße aussieht, ne? So vom Gefühl her, wenn man jetzt sich mal so am Rand so ein bisschen was anguckt oder so ein Dock zum Beispiel zu sehen ist oder so, dann würde ich sagen, ist das so ungefähr wahrscheinlich die Größe von dem, womit wir damals in Liyue gestartet sind. Ja, aber ich vermute tatsächlich, dass diese Map aus der Klosbeta ist und die haben ja gerade gesagt, dass sie auf jeden Fall noch 2 Maps nochmal hinzugefügt haben. Ne? Ja, genau. Zum Ende von dem Video. Ich habe gerade mal die Kisten angemacht und es sind viele Kisten. Also ich werde meinen Spaß haben, glaube ich. Das stimmt. Wirklich viele. Also wenn du auf der Map mal oben rechts dir die Area anguckst, das sieht, glaube ich, so aus wie das, was wir jetzt gerade zuletzt auch in dem Video gesehen haben. Stimmt, ja. Na, also wahrscheinlich wird das die Area sein, die neu dazugekommen ist. Ja, das stimmt. Mal vorweg, gerade auch mit der Thematik Kisten und so weiter. Ich finde, gerade bei euch zwei, finde ich, contentmäßig, das finde ich echt gut gedeckt. Cry ist unser, wir nennen sie jetzt einfach mal den Endgame-Profi. Kennen sie als unsere Erkundungsprofi. Ne? Das ist mal was Neues. Also auf jeden Fall in der Hinsicht, Leute, habt ihr Bock auf Endcontent? Dass man, wenn ihr gerade selbst sagt, ey, ich bin eigentlich nur so storymäßig, ehrliche Erkundung und so weiter, mache ich selber, aber ich komme im Endgame nicht weiter. Seid ihr bei Christ genau richtig? Habt ihr keinen Bock zu erkunden? Ne? Also wie der Herr Christ oder der Herr Fabse, die selbst sagen so, ey, weil ihr seht da schon Wüste, also ich werde Kenzie auf jeden Fall für mich diese Wüste machen lassen. Ne? Wenn ihr Bock habt, so, ey, Erkundung, nicht mein Ding und so weiter, seid ihr genau bei Kenzie richtig, weil die macht das dann für die Community. Perfekt für euch beide. Ne? Also ihr habt auf jeden Fall bei beiden gedeckt das, auf was ihr keinen Bock habt. Und ja. Was gedeckt auf das, was ihr keinen Bock habt? Ja, wenn die keinen Bock haben, könnt ihr es machen. Ach so, okay. Da könnt ihr genau das sehen, worauf ihr keinen Bock habt. Wollen wir weiter gucken? Ja, sehr gerne. So, dann machen wir weiter.
Warte, ich muss nur kurz wieder auf Fullscreen machen. So. Das sind halt die ganzen Echos jetzt. Einfach mal, wie vielseitig die vom Design her sind. Mhm. Fledermaus! Jetzt ist Fledermaus gut bekämpft, aber ich kann gut davon machen. Das ist mir gar nicht so sicher. Das sieht so gut aus. Auch einfach die Details der Gegner. Mhm. Warte mal kurz, ich muss aber kurz Pause machen. Ja, mach ruhig. Ey. Hand. Ich finde ja das Kampfsystem von Genshin finde ich schon geil gemacht. Ne, das, also ohne Scheiß, das ist schon flüssig. Finde ich super umgesetzt bei Genshin. Aber ich fand es halt teilweise, die Kämpfe, wenn man sich einmal gewöhnt hat, langsam. Man konnte sich schnell dran gewöhnen. Mhm. Ich finde dieses hier, finde ich so geil, wie schnell das ist. Und dass da auch viel mehr Dodgen, also viel mehr auf dieses Dodgen eingeht. In Genshin ist es einfach nur, ich husche mal nach links, ich husche mal nach rechts. Hier sieht das animationsmäßig so geil gemacht aus. Also ich fand diesen Kampf gerade, fand ich echt gut. Ich finde das schwer zu bewerten aus dem Video heraus. Ich glaube, ich müsste es erstmal spielen, um das quasi dazu eine Aussage treffen zu können. Ich habe auch gehört, dass es in Wuthering Waves wohl auch noch mehr also dass da noch mehr so, ich nenne es jetzt einfach mal Souls-like Combat Mechanics eingebaut werden. Also dass du mehr so Parries hast und Perfect Parries und dass sowas viel relevanter ist dort für das Spiel. Guck, TCM schreibt es auch gerade in den Chat, der sagt auch, es geht wohl auch mehr um Dodge und Parry. Und genau das finde ich interessant. Also wenn es da wirklich mehr um den Spielerskill geht, als dann vielleicht auch wirklich um reine Zahlen einfach. Das wäre auf jeden Fall sehr interessant. Na, kommt auch wieder drauf an, wir haben auch wieder Schilde und so weiter, ne? Wie mit Sicherheit. Ob wir jetzt wieder so ein Jongli-Schild reinbekommen, wo das Deutschland wieder halt, ne, wo man halt das Deutsche auch immer wieder ignorieren kann. Ich denke mal, das sind aber so Dinge, die bemerkt man dann halt. Aber dann ist vielleicht, also Parry ist ja in der Regel nicht nur einfach Damage Negation, sondern ja auch den Gegner entweder in der Poise zu breaken oder sogar Parry Damage halt zu machen. Und dann könnte es wieder relevant werden, trotz Shield. Das ist wahr, ja, das ist richtig. Bei dem Spiel, wo man parryt, normalerweise erhöht man damit auch, besser hat man die Chance, mehr Schaden an den Gegner zu machen, ja. Genau. Das stimmt. Und was ich nochmal ganz kurz sagen muss, also ich finde, die Gegner sind super detailreich designt. Also einfach nur das Model und die Texturen haben so viele kleine Nuancen und so. Und das hast du in Genshin, ich meine, gut, ja klar, Genshin ist halt 3-4 Jahre älter, ne? Aber trotzdem, also das sieht unglaublich hochwertig aus, finde ich. Wow, that was cool. Welcome back. So the bosses that you can expect. No, they appeared in the video that we just watched. I'm so happy to share that all of the milestones for the pre-release of Wuthering Waves have been reached. Oh, so we have surpassed 30 million pre-registrations worldwide, as well as over 5 million followers across social media globally. So thank you so much, especially everyone back at home that is watching, not just for supporting today's broadcast, but also for supporting Wuthering Waves in general. We really appreciate all of your support. And because of that, the development team is going to be releasing rewards to everyone globally as well, and I have them right here. So, for reaching all of the milestones, all players across the world will be able to receive 20 lustrous tides, 20 rolls, 200 astrites, a sigil en route, as well as 80,000 shell credits, an advanced resonance potion, you get 10 of them as well, and a ranger's weapon supply chest of choice through the in-game mail. But next up, we'll be covering highlighted events that are featured in version 1.0. Players can use Radiant Tide to participate in the character convene event that veils the night and obtain the featured 5-star resonator, Jian. At the same time, they can use Forging Tide in the weapon convene event to obtain the featured 5-star weapon, Verdant Summit. Then starting from June 12th, PT, when Thunder pours, to obtain the featured 5-star resonator, Yinlin, and the Repin Convene event to obtain the featured 5-star weapon, Stringmaster. In both character convene events, players are guaranteed a 5-star resonator after up to 80 convenes, with a 50% chance to get the featured resonator. If the resonator is not the featured resonator, the next 5-star resonator is guaranteed. Okay, Genshin.
Genshin okay. Banner-System. Das finde ich geil, weil die Info, die ich vorher hatte, war nämlich, dass es nur 50-50 gibt, aber keinen 100%igen. Aber es war mir bekannt, dass die Waffe 100%ig immer ist. In the Weapon Convene Event, after up to 80 convenes, players are guaranteed to obtain the featured 5-star weapon. And the obtained 5-star weapon is guaranteed to be the featured weapon. Also, there will be featured 5-star resonator trials during the character convene event. Ja, players can also jetzt bekam's gerade. And Yinlin to master their skills ahead of time. Players can also use Lustrous Tide in the standard convene to obtain resonators and weapons to boost the strengths for battle. In standard weapon convene, players can select a 5-star weapon for targeted convene. The selected 5-star weapon can be switched at any time during convene, and when obtaining a 5-star weapon, it's guaranteed to be the selected 5-star weapon. After obtaining the selected weapon, players can continue to switch targets for targeted convenes. Standardbanner actually good. Guaranteed. Well, let me add more details here. To make it easier for players to obtain resonators, we will introduce a beginner convene event. In this event, every 50 summons guarantee a 5-star resonator. The convenes cost 2 attempts less if you attempt 10 convenes at once. In other words, players will only need to spend a maximum of Lustrous Tides times 40 to obtain a 5-star resonator. I'll introduce the bonuses. Oh? While we're kicking off both the character convene event and the beginner convene at the same time, it'd be a bummer if we couldn't get the resonators we want. Here is the solution. Oh. After obtaining a 5-star resonator from the beginner convene, the beginner 5-star resonator convene of choice will follow. Oh. Here, players can pick their favorite standard 5-star resonator for targeted convene. Pick? Yep. Wow. With up to 80 convenes, they're guaranteed to get a desired resonator. That means everyone can nab at least 2 5-star resonators from these events. Das finde ich gut. Also, ach, so wie bei Star Rail, ne? Aber ja. Dann musst du bis 300 hoch. Genau. Genau. Und hier hast du nur 80. Plus halt, du hast einmal diesen Noel-Banner, den wir ja kennen, ne? Mit den 8 Pulsen, dass du nicht 20 hast, sondern nach 50 hast du garantiert einen 5-Star. Genau, das gab es ja in Star Rail auch. Genau. Stimmt, ja, hatten wir auch, genau. Das mit dem Waffenbanner finde ich geil. Also wenn wir mal uns an die Anfangszeit erinnern, wie teuer so ein Waffenbanner war. Ja. Ne? Ja, also ich find's geil, find ich gut umgesetzt. Ja, auch Standardbanner finde ich sehr, sehr gut, dass du halt eine Waffe auswählen kannst, die du haben willst. Ne? Wie viele Leute haben bis heute immer noch keinen Wolf Gravestone oder keinen Jadespeer oder so und hätten den gerne und wollen aber nicht aus dem Waffenbanner den gezielt pullen. Das finde ich schon sehr, sehr cool. Gut, dann, Kenzi, willst du noch was dazu sagen? Nö. Okay. Nö, ich will nur Daddy. I don't have to worry about missing out on the 5-stars. Yeah, I mean, additionally, and there is an additionally, players can also obtain Afterglow Coral or Oscillated Coral as extra items during convene. Afterglow Coral can be exchanged for resonator wave bands of standard or featured resonators, convene tokens, and other valuable items. Oscillated Coral can be exchanged for convene tokens and development materials during each event. That's pretty cool. This is great. Is there anything else? Ja, Star Glitter effektiv. Well, what do you think? Is there more? Yeah, for sure. Oh. Version 1.0 will also include many simple and easy events. Players can receive Lustrous Tide and Radiant Tide by logging into the game daily, while Day 5 login grants an instant reward. 4-star Resonator, Sanhua. I've got a question though. Can we get Yang Yang? Yes! Nice. Yang Yang will join everyone's team in the prelude. Everyone? So, yeah. But is it Yang Yang or is it Rex Yang Yang? I don't know. I might aren't break they the one game. And the same? Whoa. I mean, depends. I want Rex Yang Yang. Fair enough. I mean, I would too. And during. Ich nicht. Ich würde das hier gerne mal nutzen, um vielleicht eine kleine Pause zu machen. Okay, viel Spaß. Ja, also wenn ihr alle Pause machen wollt, ne, können wir das jetzt gerne machen. Dann, Christ, machst du jetzt auch Pause, oder? Ich bleib hier sitzen. Gut, dann kannst du die Leute unterhalten. Bis gleich. Okay. Hallo. Na, fühlt ihr euch gut unterhalten? Dachte ich mir.
Kannst du meinen Abend machen? Aber wann fängst du Donnerstag an? Also planmäßig 4 Uhr morgens. Ich muss mal noch gucken, dass ich nach Möglichkeit jemanden habe, der mich dann auch im Zweifel wecken kann, falls ich verpenne. Aber der Plan ist, dass wir 4 Uhr morgens reingehen. Also ich müsste ja so 3 Uhr morgens aufstehen, damit ich alles vorbereiten kann und so weiter. Dann müssen wir mal gucken. Kaufst du ein Fahrrad? Ich kaufe dir kein Fahrrad. Also das vielleicht schon mal vorab. Es wird in den nächsten Tagen nach dem Release wird es keine regelmäßigen Streamzeiten geben. Wenn ich wach bin, wird der Stream angemacht und wenn ich müde werde, werde ich schlafen gehen. Ob dazwischen noch irgendwas passiert in meinem Leben, kann ich euch noch nicht verraten. Kinder haben einen sehr gesunden Umgang mit dem Release vom Spiel. Ja. Werde ich gelästert? Ja, natürlich. Mhm. Dann machen wir mal weiter. Okay. Willkommen zurück. Dankeschön. Ja, wir hatten hier sehr viel Spaß. Awakening Journey Event. Players can increase Union Level to get Lustrous Tide times 40, Astrite times 1600 and a standard 5-star weapon of choice reward. Wow, so just by leveling up, we get to choose a 5-star weapon? That's amazing. Ich möchte nur mal ganz kurz Pause machen. Also du kriegst fürs Leveling, kriegst du ausreichend Puls, um dieses Standard, du kriegst einen verfrühten 5-Star for free, um das Ding voll zu machen. Und du kannst dir dann zu dem Charakter auch noch eine Waffe for free raussuchen. Nur ja, allein das ist ja schon insane. Dazu schenken sie dir noch einen normalerweise aus einem Banner gehörenden 4-Star for free, was ja Genshin, ich glaube, das erste Mal bei Fische gemacht hat damals, ne? In 1.2 war das, glaube ich, oder 1.1. Also das ist schon sehr gut. Ja, stimme ich zu, ja. Das ist schon wirklich sehr, sehr gut. Ja. Dann schauen wir mal weiter. Absolutely. So many rewards. Let me highlight other featured events. First up, we have the Rumbling Hollows event, where players can take on the Tower of Adversity. Warum halten er jetzt gerade so? Habt ihr das auch? Mhm. From this event. Wow. Okay, das ist im Stream. Rewards. Okay. Also, for Depths of Elusive Realm, roguelike gameplay will be available to challenge in version 1.0. In this event, players can obtain random elusive echoes, metaphors, and special buffs for resonators each time they enter the dungeon. By applying different combinations, players can experience different battle styles. Players can also earn rich rewards, including Astrite and Phantom Echoes. Alter, jetzt mal ohne Spaß, die starten direkt mit einem Combat-Event? Ist doch nice. Haben die meine ganzen Mails zu Hoyo abgefangen und gelesen? Das ist ja übel gut. Kuss? Ja, das ist doch nice. Das finde ich auch echt gut, wenn die so ein Event raushauen. Also. Ey, mega. Kommst du halt auch ein bisschen mehr, halt dich halt mehr mit den Mechanics zu befassen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass wie auch bei Genshin, bei dem Event, dass du da so Trial-Charakter haben wirst, damit du halt die ganzen neuen Charaktere testen kannst, ne? Ja, ist für so ein Combat ist cool. Ist eine schöne Möglichkeit für Spieler halt zu sehen, wen möchten sie haben, wen möchten sie spielen und so weiter, ne? Ja. Wen sollen sie denn sich dann aussuchen? Weil man kriegt ja Free 5-Star, wie es vorhin ja schon hieß, deswegen. Die scheinen das richtig zu machen. Die haben geguckt, was andere falsch gemacht haben, machen es besser. Ich habe halt auch das Gefühl, also ich meine, ne, es ist natürlich noch viel zu früh, um da jetzt eine definitive Aussage zuzutreffen, das mal vorweg, ne? Die können natürlich am Ende, kann es sein, dass die auch kein Late Game haben, dass die eine übelste Paywall drin haben, Power Creep ganz schlimm wird und so weiter. Das kann ja alles sein. Aber erstmal klingt es so, als hätten sie wirklich zugehört, was das Feedback von anderen ist und aufgepasst. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. That's a lot of Astrite so far. That's sure, even that more is. Rewards. Yep. Yeah. Speaking of battles, the time-limited battle event Alloy Smelt will also be open. In this event, players can experience the accelerating battles of Resonators, rapidly advancing abilities and obtain Astrite, development materials and other rewards. Even noch ein Combat Event? So, lots of rewards, I've already lost count myself. Apart from battles and echoes, there's more. The high speed free and mobile essence is a major highlight. To ensure everyone can fully enjoy this lightning fast experience, we're introducing the Overdash Club. Oh, this event involves players to conquer parkour challenges across Jinjo to earn Astrite. Dump and run! Using the grappling hook a lot to be like, soaring around places. Well, I thought we were gonna see parkour coming over here. Hey, ganz ehrlich, ich mag so Jump'n'Run-Kram überhaupt nicht, aber wenn, das sage ich auch schon die ganze Zeit bei Genshin, ne? Wenn das gut gebalanced ist mit Content, den ich mag, dann finde ich das vollkommen okay, weil mach doch was rein für alle. Es ist halt nur schade, wenn eine Kategorie immer das Nachsehen hat. Yeah.
Thank you so much, everyone, for that detailed introduction. There was a lot to cover there. I hope that you are all excited for not only the gifts that you're going to get, but all the bonuses that are available in the game when 1.0 drops. Alrighty, just as I mentioned before that video, it is time for yet another mini game. More chances to win stickers this time round. Minigame. So if you want to immerse yourself into the world of Wuthering Waves, unser Lieblingspart. You have to immerse yourself into its delicacy. Fabio, es gibt jetzt schon gar keinen Bock, das zu gucken. Good luck. Chris, danke schön für 21 Monate, danke schön. Hallo Chris. Jetzt mal no joke, die haben auch richtig Geld in die Hand genommen, ne? Mhm. Wir müssen aber ich frage mich, was uns das Video gerade sagen soll. Ja. Na, dass die eine sehr große Brüste hat, offenbar. Wer wieder hinschaut, ey, die fallen da an der Seite so ein Stück raus, ich kann doch nichts dafür. Genau, das ist, Jungen ist auch aufgefallen, das Oberteil ist etwas zu klein. Dafür kennen sie sich schon zu viel. Ich glaube, die brauchen noch eine Pause. Ich wollte das jetzt auch gar nicht zum Hauptthema machen. Aber legit, man könnte es halt zumindest kleben oder so. Oder ein BH. Ich meine, guck mal, das hängt da so an der Seite mit raus. Das ist so cool. Das ist schon auffällig gewesen. Ja, yeah, it's amazing. I love merch. Yeah, das war das Merch Video, oh, oder was? Ich will auch Merch. Man hat gar kein Merch gesehen. Merch Project. Oh. Sind die beiden jetzt das Merch, oder? Nein, Fabio, du kannst die Frau mit den großen Brüsten nicht kaufen. Brauch ich nicht, ich hab schon was, aber... Nee, aber jetzt mal, mir hat das Merch gefehlt. In fact, there's been one sitting here the entire time. Oh. Look at our big brother over here, the crownless figurine. Oh my gosh. Oh, wow. Das sieht wirklich gut aus. Könnte ein legit so ein Tabletop-Ding sein, ne? It's amazing. Wow. He looks really imposing. Definitely a worthy opponent. Yeah, and you know, if you have it at home, it will always remind you of the first time and your first moments you entered the game, right? Yep. And wow, this is... Wait, that's Yang Yang's figurine? Yeah, this figurine captures Yang Yang's battle posture in great detail. This is a chibi figurine of Tien. Ja, da. Tien using a gourd to absorb the gold pot? Aber warum sind die nur weiß? Yeah, I never thought General Jien, who is usually solemn, would have some cute and relaxed moments. You're all gonna take part in a boss fight where the fastest timing to defeat the boss wins. Alright, let the Wuthering Waves boss challenge begin! Okay, jetzt sehen wir ein bisschen actual Gameplay, das wird bestimmt cool. Ja, das ist gut, ja. Okay, you say it's enough, alright. 3, 2, 1, let's go! Now, are you gonna be helping him out, or are you helping them out today? Starten einfach direkt mit dem Abyss-Turnier, let's go. Alright, Rebecca, what's your strategy going into this? Kill. Okay, kill. What about yours? Just don't die. What's fairly close right now? Rebecca getting it down to about half health. What are you doing? Slightly ahead at the moment. What are you doing? Stop distracting me! Both heroes are fairly healthy. Damage goes down. Actually, now tying it up back up. Rebecca's going to. She's doing very well. Give her a run for his money. Rebecca has lost her first strike. Challenge complete! Rebecca's ahead! My goodness, successful challenge! And 43 seconds at that as well! Are you done? I'm done now. Alright, everyone's ready? Mm-hmm. Let's get into the grand final match. Starting in 3, 2, 1, go!
Let's go. Alright. You're using Yang Yang now. Has your strategy changed? No. No? Kill. Press R, kill. Yep. Go. Yep. Oh yes. Oh, Rebecca's doing pretty well. Rex strategy is still working. There's the parry. Nice. Rebecca got the parry. Kill. Apparently. Yeah, the kill is working. Oh, neither player has taken damage so far. Another parry. Really close. Rex a little bit ahead on damage. But come on. Some damage. Come to this on. Health. Where are you? Sorry, there you are. Come. He looks like he's almost stunned now. Almost? Oh, he's vulnerable. All right, he gets the vulnerable stun. Rebecca, you got to get some more parries in there. Rebecca, of course, you're going to lose one of her characters. Really? Okay. Still get some good damage down. This character living on by the team finally swapping back out. Okay. Oh, here comes the ultimate. Rex gets an ultimate down. Is that going to do enough damage? Not yet, but doing really well so far. Rex going much further into lead. Rebecca, hey, this is the... Was für eine Animation, ja, sieht aber schon sehr, sehr geil aus. Also der einzige, was ich halt jetzt so feststelle, ist, es ist nicht so wie in Genshin, dass sich die Charaktere mit so, ich sag mal, auf dem Feld bleibenden Fähigkeiten wirklich gegenseitig supporten, ne? Ja. Also das ist nicht so, dass wie eine Zhangling-Ult, die läuft und dann machst du eine Jingxiu-Ult an, dann gehst du auf dein Main-DPS und dann kombinierst du die Moves von allen dreien. Ich meine, es kann natürlich sein, dass es an der Character-Selection liegt. Aber so richtig Elementary Actions gibt es ja auch nicht, ne? Haben die zumindest nichts gezeigt. Also es gibt ja Elemente. Mm. Das haben die ja schon gesagt, dass die eine zum Beispiel Lektor ist, aber Ich glaube übergreifend sind dann halt nur die Buffs, die Supporter halt geben, ne? Aber ich glaube, solche elementare Reaktionen, wie wir es gewohnt sind aus Genshin, wird es nicht geben. Also so sah es auf jeden Fall nicht aus, weil... Mm. Man hat ja gesehen, hier von Yangyang, die hat ja eine Ulti ähnlich wie Venti gerade gehabt, ne, wo die Gegner zusammen reingezogen wurden, aber als es gewechselt wurde, war kein Wind mehr da zum Reacten. Ja, also ich denke, Elementary Actions wird es nicht geben, wahrscheinlich eher so ein bisschen wie bei Star Rail vielleicht, dass die Gegner anfällig auf bestimmte Elemente sind und dann eher die spielst, die halt sozusagen die Weakness des Gegners countern. Oder... Dass wenn du zum Beispiel bei Pokémon in die Pflanzenarena gehst, dass du halt eher deine Feuer-Pokémon mitnimmst oder so. Weißt du, was ich meine? So in die Richtung vielleicht, ja, dass richtig, das eher so einen Einfluss hat, die Elemente. Ja. Wobei ich halt mega gespannt bin, ist allgemein, wenn man halt, also das Gehen, das Laufen, das Angreifen und so weiter. Ich finde das bei Genshin extrem smooth gemacht. Mhm. Und zum Beispiel bei Tower of Fantasy finde ich das super clunky, deswegen bin ich sehr gespannt, was uns das Game zu bieten hat, was das halt so angeht, ne? Ja, auch was Billion gerade in den Chat geschrieben hat, Trefferfeedback. Ich meine, to be fair, Bosse in Genshin reagieren auch nicht unbedingt auf Treffer. Ja, da haust du auch die ganze Zeit drauf und die machen einfach weiter. Die Frage ist, ob du für dich das Gefühl hast, dass du den Gegner trotzdem triffst. Das ist das Wichtige beim Trefferfeedback, finde ich. Oh, wie hieß denn dieses eine, so ein Diablo-Eck, war das, oh, wie hieß denn das, was auch vor einem Jahr oder zwei Jahren oder so rauskam? Nicht Ark, Survival Evolved, sondern das andere Lost Ark, ne? Da hast du ja zum Beispiel dieses Trefferfeedback, dass wann immer du einen Gegner gehittet hast, dass die so eine halbe Sekunde richtig CC'd waren und wie in der Zeit eingefroren waren, das finde ich zum Beispiel ganz schrecklich. Also, da ist es mir tatsächlich lieber wie ein Genshin, wenn du einen Gegner hittest und der nicht drauf reagiert und ich einfach nur für mich merke, okay, ich habe ihn getroffen. Ja. Ja. Gut, dann gucken wir uns noch die letzten Minuten nochmal an. Mhm. Dann können wir ja mal kurz zusammenfassen dann. Kennst du dieser goldene Ring, wenn der auftaucht? Das ist sozusagen dein Parry-Window offenbar.
stark. Aber da bin ich halt echt gespannt, ne? Weil in Tor, also in Tower Fantasy hattest du ja auch dieses, wo ich dodgen wurde, das Gameplay langsamer und so weiter. Und ich war echt scheiße, was das angeht. Also wirklich. Ja, Perry mag ich schon sehr. Perry ist cool. Auf jeden Fall mehr Skill-based Combat als Genshin. Gefällt mir jetzt schon. We want to thank everyone back at home as well for watching today's broadcast. Before we wrap up, we have one last surprise for all of you, so stick around. And we hope that you all enjoy Wuthering Waves when it goes live. Thank you so much for joining us. Bye, everyone. Bye. Thank you. Woo. Woo. Thank you, everyone. Hi, everyone. 我是 Solan. 终于又再次和大家见面了，我真的非常非常的开心。 经历了三年多的爆肝开发，我们最新的作品开放世界动作游戏《明朝》马上就要在5月23日正式公测了。真的非常感谢这1000多个日夜里各位漂泊者们的支持和陪伴，我们整个开发组也非常非常的感激和感恩。《明朝》是酷乐游戏第一次完全尝试自主研发及自主进行全球发行的一款游戏。 相信过程中大家也都看到了我们有很多的经验不足的问题，但我们也相信只有坚持这样的一个方向，才可以真的让我们把这款产品以一个更好的面貌带给大家。我们也希望可以通过明朝未来持续的运营，向所有的漂泊者们展示我们开发组全体同学对做好这款产品的信念和强大的战斗力。 其实回顾明朝的开发初衷，就是希望可以带给大家一个全新的开放世界动作游戏的体验，但想象很美好嘛，实际做起来、实践起来肯定是困难重重嘛。虽然还是经历了不少的磕磕绊绊，但真的是因为漂泊者们的关注和严格的鞭策，才让我们可以今天这样的一个面貌，把明朝带给大家。 5月23日公测，我们认为其实只是明朝的起点。后续我们还有很多很多精彩的内容，他们也都确确实实同步都在制作中了。我们希望以未来超长线、超长线的运营，让大家感受到明朝世界方方面面的进步和更多出乎意料的精彩。过程中和各位漂泊者们一起创造一些什么样的回忆，我们都非常非常的期待。接着，为了感谢这一路以来各位漂泊者们的支持。 我们将会在游戏正式公测之后，为全体漂泊者们额外送上10枚幻声涡纹，同时再加10枚浮金波纹。最后，不管前路高高低低，我们一定会保持初心，用一个又一个精彩的版本来回馈和满足大家。最后，感谢镜头前的你对明朝一直以来的支持。我们5月23日在明朝的世界，不见不散吧，拜拜。 Süß. Ja, Mann, da ist sie. Ich liebe die Schildkröte. Ich liebe diese Schildkröte, ne? Die existiert halt so in einem Game, ne? Ja, ja. So. War ein sehr schöner Livestream. Das mit den Minigames war vielleicht so... Ja, ich habe das Prinzip dahinter nicht verstanden. Also das Prinzip schon, aber ich hätte halt mehr, ich hätte mehr erwartet, dass es halt mehr um das Game geht in der Hinsicht, also selbst mit den Minigames. Sie mehr allgemein auf das Spiel mehr Gameplay Mechanics halt so, wisst ihr? Ja, also wir haben gerade zu, wir haben eigentlich nur Gameplay von 2 5-Stars gesehen. So 1, 2 4-Stars, aber die sind gar nicht so groß auf die Charaktere noch an sich eingegangen oder allgemein, was man in dieser Welt überhaupt machen kann. Ich finde es auch sehr schade, die haben dann die Voice-Actor vorgestellt und das war halt dann, wir hatten eine Voice-Line von den Charakteren an sich, ansonsten war es nur so, oh, ich freue mich so auf den Release, ihr werdet so viel Spaß haben, anstatt halt vielleicht ein bisschen mehr über die Charaktere reinzubringen, fand ich echt schade. Ja. Trotzdem hat es mir angetan, also ich bin nach wie vor hyped, ich freue mich drauf, ja. Freue mich auf Daddy. Und also ja. Ich freue mich auch, also es der Hype ist auf jeden Fall nicht weniger geworden. So ist es halt nicht. Ne? Es ist auf jeden Fall jetzt stabil. Immer noch. Also ich freue mich auf jeden Fall auf den Release von Donnerstag. Und ja,
Kreisel, willst du noch was sagen? Ja, ich wollte euch erstmal reden lassen. Ja, schon gedacht. Also, ich finde jetzt, dass Hanna ist eine Gehör. Na, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Ganz deine Meinung, ey. Ich hätte es nicht anders gesagt. Also ich finde den Livestream eigentlich so insgesamt ganz gut. Wie gesagt, ich kenne das jetzt so oder so ähnlich ja schon von anderen Präsentationen. Wir kennen alle die HoYo-Livestreams zu Starry, zu Genshin. Man kennt es von anderen Conventions. Da wird immer so ein bisschen extra bla 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 mit reingemacht. A, um mehr Content zu strecken. B, um halt möglichst eine breite Masse anzusprechen mit allem. Mit irgendwie noch ein bisschen Entertainment und ein bisschen hier bla bla bla. Informations waren ja ein bisschen wenig, stimmt, aber für jemanden, der selber noch gar keine Informationen hatte, ja, also ich habe ja weder Beta-Footage gesehen, noch irgendwie Videos oder anderen Content dazu bisher groß konsumiert, war es ausreichend Informationen. Also ich wusste ja gar nichts über das Spiel und ich habe jetzt ausreichend Informationen bekommen, um zu sagen, ich bin satisfied mit dem und ich bin aber auch noch nicht overloaded an Informationen und das finde ich eigentlich ganz gut. Also es ist ein schöner Mix gewesen so und ich meine, das Relevante haben sie ja erzählt, ne? Was sind die Pities in den Bannern, wie funktionieren die Banner und wie viele Puls kriegt ihr for free? Ich meine, was will man mehr? Wow. Vor allem, dass er am Ende noch gesagt hat, dass wir 10 von den Standards und 10 von den Event-Charakter-Banner bekommen, ne? Ja, ich bin mal noch gespannt, was dann so die Community rausfindet, was so in Richtung Soft-PT geht, weil sowas hat ja auch Genshin nie offiziell gegeben, ne? Aber ja. Am Ende gibt's ja ein Soft-PT. Die Frage ist, gibt sowas dann auch hier? Am Ende, natürlich hat er diese typischen Worte gefunden, ja, die jeder am Ende ja sagt, dass er viel Dedication da reinpackt und das Spiel gerne zu seinem möglichst vollen Potenzial entwickeln möchte. Und das hoffen wir natürlich alle, aber wir haben auch schon in der Vergangenheit das halt sehr, sehr oft gehört und es wurde leider nicht umgesetzt. Ich wünsche es mir trotzdem. Ich hätte echt Bock drauf, wenn das so klappt. Das wäre schön. Ja, die Zeit wird es zeigen. Richtig. Jo. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Schlusspfiff, oder? Okay, ich kann nicht pfeifen, muss einer von euch machen. Okay, pfeif du. Okay, dein Mikro ist auf jeden Fall gut, es wurde weggefiltert. Ja. Schade. Ach nö, das sieht jetzt bestimmt voll komisch aus. Das sah auf jeden Fall sehr interessant aus. Okay, wir hatten auf jeden Fall einen sehr lustigen Moment jetzt noch zum Schluss. Kennen Sie, ich schneide das ja nur als Video. Ich schneide da noch einen Pfeifton mit rein, keine Sorge. Okay, danke schön. Aber so ein peinlicher. Danke. Nein. Also Leute, ich bedanke mich erstmal an die ganzen Leute hier im Chat. Danke für eure reichliche Anwesenheit, das hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. An alle, Dankeschön, dass Sie da waren. Jetzt auch noch danke an meine zwei Gäste hier, an Kenzie/Kenskins und an Pricehunter. Danke auf jeden Fall für deine Anwesenheit, für eure Anwesenheit. Das hat sehr viel Spaß gemacht, das mit euch zu machen. Das auf jeden Fall zu meinen Worten. Wenn ihr noch was zu sagen habt, dann gerne jetzt raus. Cry ist besser als Wapse. Dankeschön, das werde ich mir rausklippen. Dann starten wir erstmal mit einer Lüge, dann mal weiter. Also ich kann mich dem nur anschließen. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Vielen, vielen Dank an alle Leute, die so da gewesen sind. In dem Fall sage ich das mal für Fabios Channel. Nicht vergessen, auf Follow zu drücken, wer das noch nicht gemacht hat, ihr miesen kleinen Knechte. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, I guess. Vielen, vielen Dank fürs Dasein. War schön. Ja, dann sage ich mal auf jeden Fall Tschüss an alle. Tschüss. Macht euch einen schönen Abend. Ciao, ciao. Danke für alles. Ciao, ciao.